Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen in dieser hellen, lustigen Zeit zwischen Totensonntag und dem ersten Advent. Wir haben viel vor. Heute. Wir haben viel vor. Genau. Ich möchte, können Sie mir erklären, was soll das? Das muss ich Ihnen doch hoffentlich nicht erklären. Oh doch, wir sind hier in der Anstalt und nicht an der Wall Street. Sie haben mir gerade mein Intro ruiniert. Ich wollte eben den Anklatscher üben für Schäfer Gümpel. Sonst haben Sie keine anderen Sorgen? Wissen Sie nicht, was vor 80 Jahren passiert ist? Ja, da ist Mickey Maus geboren, und? Herr Priol, wir haben die größte Weltwirtschaftskrise seit 80 Jahren. Ich habe Ihnen das letzte Mal schon gesagt, der Kapitalismus ist nicht am Boden. Aber die Stimmung. Ja, natürlich. Natürlich, weil Sie mir hier als plakatives Stehrumchen meinen Schäfer-Gümpelkracher versaut haben. Jetzt, Karl, lauern Sie mal nicht rum hier. Ja, ich steht ja gar nicht, ich komme doch nicht dazu. Herr Priol, bitteschön. In aller Welt werden die Parallelen zur Krise 1929 diskutiert. Aber damals wurde wenigstens noch die Verantwortung übernommen. Da sind die Banker noch reihenweise von ihren Dächern gesprungen. Das kommt mir heute ein bisschen zu kurz. Also mal langsam. Haben Sie was gehört von einem? Ja, und was reden? Selbst wenn heute ein paar springen, was soll denn passieren? Die hängen doch alle am Schirm. Ist doch nichts mit, das Kapital macht noch ein bisschen Bungee-Jumping mehr, nicht? Mit Ihnen kann man einfach nicht diskutieren. Das hatte ich auch nicht vor. Ich wollte über Hessen reden. Hessen? Wer interessiert sich denn heute noch für Hessen? Ja, kein Mensch interessiert sich noch für Hessen. Man ist doch wahr, gerade jetzt, wo sich das Jahr dem Ende zuneigt, oder? Da denkst du doch, du bist im falschen Film. Hä? 2008 begann mit Wahlkampf in Hessen und 2008 endet mit Wahlkampf in Hessen. Und du wachst aus deinem Albtraum auf und guckst schon wieder in das wachsbleiche Gesicht von Roland Koch. Das Grauen reloaded. Mister 0,1%, der hat ja für mich mal den Satz des Jahrhunderts beim Fragebogen in die Schreibblöcke gerülpst. Politisch verachte ich am meisten diejenigen, die aus purer Machtgier an ihrem Sessel kleben. Ha, ha, sagt der Generalvertreter von Patex. Na, aber gut. Aber gut, über seine ehemalige Herausforderin, da müssen wir ja nicht viel Worte verlieren, oder? Andrea Ypsilanti, unsere beratungsresistente Politautistin, die ist ja durch die Gegend gestolpert. Die hat ja gedacht, die kommt damit einfach so durch. Die wollte es alles noch so schön machen, geschichtsträchtig aufgearbeitet. Ich meine, sie hätte doch nur, was hätte die Frau? Sie hätte den Kerl nur ein bisschen vor sich hertreiben müssen, hätte einfach nur abwarten müssen, bis das Ganze, hätte sie sich halt an Prinz Charles ein bisschen orientiert. Ne, der muss auch noch warten, bis die Elizabeth und bis die geht, die ist zäh. Wenn die weiter ihren Gin Tonic so nimmt wie Queen Mum, dann braucht Prinz Charles, wenn der zur Thronbesteigung braucht, der einen Treppenlift. Ne, hat sie ja gesagt. Sie dankt erst dann ab, wenn sie in die Gruft muss und damit lässt sie sich Zeit, weil aus der Gruft wirst du neuerdings ja so leicht entführt wie ein Supertanker. Supertanker am Horn von Afrika, ne, war. Sie hat ihn ja auch gefragt an seinem 60. Geburtstag. Charles, Darling, du hast doch schon fast alles. Womit kann ich dir denn noch eine kleine Freude machen? Mom, stirb endlich. Da war Stimmung. Da war Stimmung im Palace. Aber ich war ja noch bei unserer Behelfsqueen, ne, aus Hessen. Auch taktisch war das Ganze eine Meisterleistung. Ne, schiebt ihren Wirtschaftsexperten Walter mit so einem Alibi-Pöstchen ab und wundert sich dann, dass der 24 Stunden vor der Wahl sein Gewissen entdeckt. Mein gut, nicht nur er. Aber wenn man das Bild dieser Wahlkabine vor Augen hat, so musst du in den nächsten Tagen in eine Kabine gehen. Diese Vorstellung, am Dienstag in diese Kabine zu gehen und mit Ja zu wählen. Ich gehe da gar nicht hin. Ja, das kann ich verstehen, es geht mir mittlerweile auch so. Wenn ich bei irgendeiner Wahl in die Kabine muss, da kriege ich auch Angst. Das Sozen-Desaster von Hessen. Dabei hat die Yps das so schön geschichtsträchtig, der Zeitpunkt fast zeitgleich mit ihrer Wahl, mit der Präsidentschaftswahl in Amerika. Wahrscheinlich wollte sie die Bedeutung von Hessen noch ein bisschen rausstellen. The Bamble goes global oder so. Ne? Und dann rufen die Abtrünnigen an.
die vier wackeren, aufrechten vier Hessen für ein Halleluja, na, und kommen an, na, und meinen nur ohne uns. Da war sie geschockt, hat nur gemeint, das könnt ihr doch nicht machen. Und ich meine, yes, we can. War der Hand Käse, Käse. Jetzt soll es Herr Schäfer-Gümbel richten. Da habe ich mir auch gedacht, wenn die SPD jetzt schon Männer mit Doppelnamen ins Rennen schickt, das muss wirklich das letzte Aufgebot sein. Aber gut. Okay, in der Wahlnacht gegen Obama, da wäre sowieso nichts gelaufen. Haben Sie auch so ein bisschen geguckt? War super, oder? Überall weltweit ein Taumel, eine Freude, Glückwünsche. Okay, Berlusconi, der Joystick von W, der ist ein bisschen aus der Reihe getanzt. Er hat nur gemeint, Leute mit solcher Haute Farbe fischen wir bei uns außer die Meer und schicken sie wieder nach Afrika. Einer ist da durch einen Zufall durchgekommen und wird der gleiche Präsident. Waffenkulo. Na, aber sonst, ein Ruck ging durch die Welt. Die Frau Barroso hat gleich von einer neuen Chance für Europa gesprochen. Sarkozy, nachdem Zapatero gemeint hatte, oh ja, erst jetzt würde die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus so richtig Sinn machen, ist Sarkozy wie Rumpelstilzchen durch den Élysée-Palast gibt hat formidable. Eine Wahl für Wandel und Optimismus, sei Carla Bruni, hat nur am Fernseher geguckt. Oui, oui. Ein interessanter Mann. Überall Freude, Taumel und dann kamen die Glückwunschtelegramme von uns. Vorneweg unser Präsidentenkracher. Ich weiß, Sie stehen jetzt vor großen Herausforderungen. So freut sich der Deutsche, oder? Und dann mitten im Obama-Taumel auch noch das Pflichttelegramm unserer Kanzlerin. Ich setze auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich weiß auch nicht. Ich frage mich da immer. Ich weiß ja auch nicht, warum bei ihr Glückwünsche immer wie Drohungen klingen. Die müsste Hosianna singen. Hosianna muss die singen. Ja. Der Herr Mittermeier. Er ist da. Der Barack ist da. Ich verstehe, was Sie meinen. Dafür werde ich ja bezahlt hier. Ja schon, er ist Weihnachten. Er kommt da nieder, jetzt blutet er bald aus den Handflächen und dann wissen wir's. Ja, und reden hilft, Herr Mittermeier. Reden hilft. Yes, he can, ohne es geht nicht ums Reden beim Obama. Wie der geht, das ist es. Ist euch das aufgefallen? Die coolste Sau. Wie der Obama? So geht der Führer eines Landes, ha? Und was haben wir hier in Deutschland? Mein Gott, also, da haben Sie Franzosen noch besser mit dem Sarkozy, der klippert immer so mit diesem Plateau schon. Wie der Sänger von den Scorpions. Hey, give me the Obama walk, oder? Das hätte der CSU geholfen, ohne Scheiß. Ich habe in Huber stand der immer da, no weekend, no weekend, no weekend. Gut, man muss dazu sagen, die CSU-Mauer ist gefallen. Ich weiß gar nicht, was ich mit dieser neu gewonnenen Freiheit anfangen soll. Ich bin gleich am nächsten Tag hin zur Begrüßungsgeld abholen. Hey, das wäre schon schön. Stell mal vor, pass auf. Wär das nicht ein Bild gewesen am Tag nach der Wahl? Alle Bayern steigen in ihre BMWs und fahren durch ostdeutsche Städte. Jetzt sind wir da. Hallo, hallo. 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 Jetzt sind wir da. Aber wer ist schuld gewesen, dass die CSU so... Nur das Rauchverbot, ja. Und an der Stelle möchte ich Dank sagen an die Raucher. Ja. Ihr habt die Freiheit nach Bayern gewählt. Mit dem Teer in euren Lungen wurde die Straße zur Demokratie in Bayern gepflastert.
Aber pass auf, ich hab 42 Jahre lang die CSU gehasst und jetzt bricht der Katholik durch. Ich krieg Mitleid, ja. Und ich hab Ideen, wie könnte man der CSU helfen? Und ich sage, ich hätte so eine gute Idee. Ich hätte das geilste Wahlplakat für die CSU nächstes Jahr. Wenn sie so viel Humor haben, dann gewinnen die 40% zurück. Einfaches Plakat, drüber steht CSU und drunter das Imperium schlägt zurück. Hinten hörst du so ein Schnaufen. Edmund Stoiber geht zu Horst Seehofer. Ich bin dein Vater. RWD2, kommst du her? Obwohl, hey, Edmund Stoiber, wie ein wunderbarer C3PO. Ist euch das mal aufgefallen, dass die beiden sich ähnlich bewegen? Hä? Ich meine, der Niedergang Bayerns manifestiert sich immer weiter, ohne Scheiß. Ha? Sachsen hat uns abgelöst vom Platz 1 beim PISA-Test. Sachsen, ich liebe die Sachsen. Ja, Sachsen und Bayern haben eins gemeinsam. Wir sprechen kein Deutsch. Hallo, ihr da draußen am Bildschirm, ihr würdet mich gar nicht verstehen, wenn ich bayerisch sprechen würde, so richtig gescheit. So wie wir daheim, wenn ich in der Metzgerei gehe. Und ich krieg genau, was ich bestellen wollte. Ich habe vor kurzem hab ich in Sachsen gespielt, in Zwickau. Na, dann bin ich da in so Bäckerei, hab mir gedacht, das probierst du mal aus. Ne? Dann bin ich so rein. Wir sind Freunde geworden. Und wir brauchen Freunde. Freunde, in der Krise, da muss der. Was hat denn der? Agitierte Schilddrüsenüberfunktion. Aber interessant ist, dass Sie bei unseren Patienten mit Ihrer dämlichen Mahnwache so lang warten, bis die mit Ihrem Vortrag fertig sind. Ach, jetzt werden Sie mal nicht zickig. Jetzt legen Sie es doch nicht auf die Goldwaage. Wie war noch mal die Diagnose? Schilddrüsenüberfunktion. Das ist ja auch ein Schicksal, was Michel Gloß erst wart geblieben ist. Ja. Moment. In der letzten Zeit ist er sehr aktiv. Der hängt auf allen Kanälen. Ist der aktiv? Er sorgt sich stündlich in der Krise. Oh, toll. Ja, doch. Und er weiß auch schon, wie wir aus ihr rauskommen. Unser Bettvorleger der Industrie hat ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft gefordert. Was ist denn das für ein Wort? Belastungsmoratorium? Belastungsmoratorium, ja. Damit hat er bei unserem hausinternen Scrabble-Wettbewerb den ersten Platz gemacht. Und das Blöde ist, jetzt glaubt er wieder an sich. Und das ist eine Einzelmeinung. Nein. Nein, der will's noch mal wissen. Er hat für den Wahlkampf 2009 schon eine Denkfabrik aus dem Boden gestampft. Die legendären Thinktanks Friedrich Merz und Theo Weigel werden ihn beratend stützen. Was will er denn mit den beiden? Ja, die Kanzlerin, ich weiß nicht, der ist ein Fuchs. Der ist von dem, was nichts taugt, nimmt er das Beste. Da kann er ja den Clement jetzt. Könnt ihr den Clement jetzt auch anrufen? Nicht? Der ist ja seit heute Morgen auf der Transferliste. Ja. Nicht? Und was will der Gloß mit dem Merz? Ja, das ist doch der Hauptgrund, der die Kanzlerin ärgern halt. Das wäre ein ehrenwertes Motiv. Aber ärgert er sie dann auch? Ärgert sie sich ein bisschen? Nein, Quatsch, die hat doch gar keine Zeit. Die muss sich doch von einem Gipfel zum nächsten plappern. Ja, stimmt. Was wir da an Gipfeln haben, nicht? Die Konjunktur. Gipfel, Integrationsgipfel hatten wir dann, Autogipfel. Ja, gestern Vive la France-Gipfel. Und bei diesem G20-Gipfel übrigens auch nicht da? Ja, aber sagen Sie mal, da ist doch gar nichts Konkretes bei rausgekommen. Nein, natürlich, das ist ja das Prinzip. Mit hektischer Betriebsamkeit die inhaltliche Lehre übertünchen. Aber beim G20-Gipfel muss es anders. Bei diesem Weltwirtschafts-, Weltfinanz-,
Ordnungsgipfel, da soll sie hinter den Kulissen sehr aktiv gewesen sein. Ja, aber ganz hinter den Kulissen. Das hast du ja schon an der Sitzordnung gesehen. Guck, da spielt die Musik, ne? Und wo waren wir? Da, ganz, wo war sie? Da ganz hinten. Ach, ja. Am Katzentisch eingequetscht zwischen Gordon Brown und Zapatero. Übrigens, Zapatero, wussten Sie das? Der sollte ja gar nicht eingeladen werden. Ja klar, das wollte der Bush nicht, weil der ist ja immer noch sauer, weil der doch damals im Irakkrieg als erster die Koalition der Willigen verlassen hat. Nein, das ist eine Ausrede. Der Zapatero, der sollte als Sozialist nicht eingeladen werden, damit er auf dem Gipfel nicht erklären kann, warum die spanischen Banken nicht von der Bankenkrise betroffen sind, weil die nämlich vorsorglich eine enge staatliche Kontrolle eingeführt haben. Vorsorglich. Ja gut, mit der Vorsorge hatten wir es ja noch nie so. Ne? Bei uns warten sie halt lieber ab, bis was passiert ist, tun dann so, als könnte sie noch irgendwas retten und der Wähler ist beruhigt, weil er sich denkt, boah, wenn's richtig brennt, sind sie da. Das ist ein interessanter Gedanke. Das würde zum Beispiel auch erklären, warum die Feuerwehr beliebter ist als der Brandschutz. Ja, in der Krise sieht der Bürger auf, die Regierung ist Verlass. Sie wird abfedern. Abfedern. Interessanter Ausdruck. Heißt im Volksmund übrigens auch rupfen. Nicht? Und wer wird gerupft, Herr Priol? Wir werden gerupft. Wir werden gerupft wie die Martinsgans. Und mit unseren Federn stopfen sie dann die Kissen, mit denen die Stopflebern aus den Chefetagen dann sanft in die Kissen sinken können. Ja, nachdem sie behutsam am Schirm hängend ins gemachte Nest geschwebt sind. Ja, Schirm hängt, das auch so. Schirm brauchen Sie mir nicht kommen. Nicht, schirmmäßig bin ich überlastet. Schirme und Gipfel, da komme ich nicht mehr. Was hatten wir jetzt? Was haben wir? Bankenschirm, Opelschirm? Hatten wir nicht gerade auch einen Bildungsschirm irgendwie? Ja, na, das war mehr ein Knirps. Also da war das ist gar nichts dabei. Aber jetzt im Superwahljahr kriegen wir einen Gipfelschirmwettlauf. Oh ja, was für Disziplinen wird es denn geben? Ist doch egal, Mehrkampf halt. Beschäftigungsgarantie, Schutzpakt, Kündigungsvermeidungs-, Mindestlohn, Konjunkturankurbelungs-, mehr Netto vom Brutto-Dingsbums-Fonds. Schirm. Also Fonds, Schirm, Gipfel oder so, ja. Ja. Da werden wir uns noch ordentlich rupfen müssen, damit sie das alles abfedern können, nicht? Na ja gut, letztendlich kann es uns, also der Gans, ja egal sein, wie sie in die Röhre geschoben wird. Hauptsache, die Füllung ist gut. Das ist ein bisschen kryptisch. Also mit den Tierfabeln wird er ein bisschen diffizil in letzter Zeit. Nicht? Na, jetzt habe ich ihn vergessen zu fragen. Ich wollte ihn noch fragen nach der korrekten Übersetzung von Jump Your Fuckers. Nicht, weil es, ja, ich will ja nächste Woche nach Frankfurt, wissen Sie. Obama ist ja nicht das einzige Vorbild, was wir haben. Es gibt ja namenlose, anonyme hier, der da gestanden hat vor der Wall Street. Das ist mein Vorbild. Ich möchte im Bankenviertel in Frankfurt das Weihnachtsgeschäft stören. Nicht, und bin mir aber nicht sicher, ob jetzt, wenn man jetzt das ins Deutsche übersetzt, nicht, ob nicht dann die Kraft nachlässt. Nicht, ob die Wirkung nachlässt. Verstehen Sie, springt die Arschlöcher. Das, also, mir passt das nicht. Verstehen Sie, ich bin ein Feind der Fäkalsprache. Nicht, also ich bin für jede verbale Injurie zu haben, gerne auch mal unterhalb der Gürtellinie, nicht, aber alles mit Maß und Ziel. Nicht, und Ziel ist ja klar, Ziel ist die Ächtung aller Finanzjongleure, die sich als Volksschädlinge bei uns gezeigt haben. Wobei Volksschädlinge auch ein bisschen unglücklich wären, nicht, das nicht, muss man sagen. Nicht, jetzt so eine angeheizte Debatte, nicht, das klingt so ein bisschen nach Volksgerichtshof. Nicht, korrekt müsste man sagen, Personen, die zum Schaden des Volkes und der Volkswirtschaft handeln. Aber das auf dem Plakat, da locken Sie ja keinen Hund hinterm Ofen vor. Außerdem kriegen Sie ein Riesenplakat, bis Sie das gelesen haben, sind schon wieder zu Hause, die anderen. Ich lasse es so. Jump, you fuckers, eine Ermunterung, Konsequenzen aus persönlichem Fehlverhalten zu ziehen. Nicht, ich finde, das kann man machen. Nicht, was ich noch sagen wollte, weil wir gerade bei Volksgerichtshof waren. Nicht, ist das nicht eine peinliche Diskussion, jetzt diese Äußerung mit Pogromstimmung gegen Bankenmanager? Also ich beziehe nicht weiter. Also selbst auf dem geistigen Niveau des Ministerpräsidenten Wulff ist das bedenklich, diese Äußerung. Nicht, das, und der Anblick von Michel Friedmann allein kann es nicht gewesen sein. Es müssen tiefere Verunsicherungen geben bei Leuten wie Wulff und diesem Professor Sinn, dass sie jetzt anfangen, über Pogromstimmung zu reden, nicht wahr? Oder neue Juden im Land. Und warum machen sie das? Nur weil wir angefangen haben, die volksschädliche Macht der Bankmanager in Frage zu stellen. Das ist doch alles. Mehr ist es doch gar nicht. Auch der deutsche Manager hat ein Recht auf ein Pogrom. Und übrigens...
Der General Motors ist vor wenigen Minuten gefallen. Glauben Sie vielleicht, Sie sind der Einzige, der einem Solo versauen kann? Dazu sagen, nicht? Da baut man mit dramaturgischem Finesse eine positiv-aggressive Stimmung auf, nicht wahr? Alles nur, um eine grundlegende Veränderung im Gedankengut des Volkes zu erreichen, und dann kommt dann sowas, nicht? Also, ich versuche nochmal zusammenzufassen. Der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen mit widerwärtigen Motiven sich irgendwo dem Allgemeinwohl verpflichten werden. Das ist übrigens nicht von Marx, das ist von John Maynard Keynes, berühmter Nationalökonom, über den jetzt alle reden, damals in der großen Krise, nicht. Also das heißt für uns konkret, wir müssen nun nicht die Finanzkapitalisten liquidieren, sondern wir müssen sie demütigen. Oder sagen wir besser, wir müssen sie dazu bringen, dass sie sich demütig zeigen. Nicht, denn das Kapital, wenn es zu viel Profit machen kann, dann ist es allzu kühn, könnte man sagen. Bei 10% Profit, da kann man noch überall mit erscheinen, 20% wird es lebhaft, 50% waghalsig, 100% Profit, da fängt es schon an und zertrampelt alle menschlichen Gesetze unter seinen Füßen, 300% Profit und jedes Verbrechen ist ihm recht, nicht wahr? Selbst in Gefahr des Galgens. Das war jetzt Marx. Nicht? Vor 150 Jahren, übrigens, merken Sie, hat sich nicht allzu viel geändert. Nicht? Also mit einem Wort, ein kleines Fazit, wir sollten den Galgen schon mal wieder aufstellen, nur so einfach zur Warnung, finde ich mal. Nicht? Herr Pelschen, ja, schön. Schön, dass Sie da sind. Ja, es ist ja mal eine freudige Überraschung. Ja, fein, kommen Sie. Was führt Sie denn zu uns? Sind Sie freiwillig da oder haben Sie eine Überweisung? Nein, ich bin ja selbst ein Weiser. Ne? Selbst ein Weiser? Ja, dann ist was Ernstes. Komm, es geht um psychische Probleme. Oh, Sie haben psychische Probleme? Da legen Sie vielleicht am besten hin, nicht? Ja, machen Sie. Bei psychischen Problemen sollten Sie liegen. Ja. Nicht? Aha. Ja. Sie haben also psychische Probleme. Ja, wo liegen die denn? Ja, nicht bei mir, sie liegen bei den anderen. Ja, weil, dass sich keiner jetzt mal so richtig gescheit aufregt über diesen ganzen Rotz. Diese Finanzkrise, das verblätschert sich jetzt wieder so, ohne dass irgendwer mal so zur Rechenschaft gezogen wird oder dass wenigstens mal eine Scheibe einfliegt. Sie haben Gewaltfantasie? Ja, ich träume schon manchmal jetzt so Zeug. Ne? Also unlängst habe ich geträumt. Na? Soll ich es wirklich erzählen? Wir sind doch unter uns. Naja. Also, es ist fast schon schlimm. Also, ich habe geträumt, ich hätte wegen der Finanzkrise den Berlusconi erschossen. Ja, Berlusconi ist im Prinzip richtig. Nicht? Aber die Finanzkrise, die können Sie auch einem Berlusconi nicht in die Schuhe schieben. Nicht? Ja, freilich nicht, aber das ist das Problem. Die Krise hat überhaupt kein eigenes Gesicht. Ja, es gibt keinen einzelnen Schuldigen. Und ich schätze mal, dann sucht man sich im Traum kompensatorisch einen aus, wo man denkt, ja, da wird es schon passen. Und bei Berlusconi, da hatten Sie ein gutes Gefühl. Ja, es war ja nicht Berlusconi, also es war schon Berlusconi, also vielmehr, er war Kellner in einer Pizzeria und ich habe Calzone bestellt. Ne? Ja. Und Berlusconi bringt mir ein Fungi und ich sage, hallo Meister, ich habe Calzone bestellt. Und dann sagt er, es steht im Leider, bringt jetzt die richtige. Und dann habe ich gesagt, nicht nötig, gehen Sie her. Und dann habe ich ihn erschossen. Und sind aufgewacht? Ja, nee, erst habe ich noch die Pizza gegessen, die war ja bezahlt. Ne? Und dann bin ich aufgewacht, ja. Und hatten Schuldgefühle. Ja, eben nicht. Ja. Ich war saugut drauf, das beunruhigt mich ja so. Das brauchen Sie nicht beunruhigen, wissen Sie was? Sie sind ein gesunder Mann. Moment, ich habe ja auch noch vom Busch geträumt. Ach, ja. Hat er auch gekellnert? Bei Burger King? Nein, ich habe nur geträumt, ich hätte den Busch jetzt kurz vor seiner Rente, aus Gerechtigkeitsgründen, hätte ich ihn noch geschwind beim Haider mit ins Auto reingesetzt. Ja. Verstehen Sie? Und das träume ich bald jede Nacht und ich werde ja bald wahnsinnig und ich weiß gar nicht mehr, wo das... Sie jetzt ab? Hallo? Sie sind nur Patientensprecher. Was fällt Ihnen ein, hier zu behandeln?
Ich behandle doch gar nicht. Der Mann ist in glänzender Verfassung. Das stimmt gar nicht. Was? Doch, doch, doch. Sie haben weder die Kompetenz noch die Berechtigung, hier irgendwelche Diagnosen zu stellen. Also, was ist mit Ihnen? Ich habe psychische Probleme. Na, im Gegenteil. Ruhig jetzt! Herr Belzig. Herr Belzig, ich weiß doch, wo Sie herkommen. Da sind psychische Probleme der Normalzustand. Also jetzt. Runter von der Couch, ja? So, und wir zwei gehen jetzt mal ins Separé. Ein paar klare Worte mit einer Unverschämtheit. Ruinieren Sie mir mein Intro. Ach, und doch mit dann dem werfen Blut, Sie mir auch noch meine Patienten. Ja, spinne ich jetzt oder nicht? Also wirklich. Da steht mir wieder ganz alleine da mit seinen Problemen in dieser elenden Finanzkrise. Es ist zum Verzweifeln. Manchmal möchte ich durchdrehen, aber es geht ja Gott sei Dank nicht nur mir so, sondern auch den Fachleuten. Ich habe ja keine Ahnung, aber auch Fachleute drehen durch. Und ich sage Ihnen mal eins, das mit dem Flick, ja, mit dem weckenden Flick, das war kein Diebstahl, das war eine astreine Auferstehung. Ja. Ja. Er hat es nicht mehr ausgehalten, das Elend. Und in New York sind ja inzwischen schon die ersten Investmentbanker den umgekehrten Weg gegangen und haben sich aufgehängt. Vom Ansatz her sicher gut gedacht, aber auf die Fläche gesehen auch keine Lösung. Was soll jetzt werden? Was ist denn überhaupt die Lösung? Ja, eins ist klar, die Staatsverschuldung nimmt wieder zu. Nächstes Jahr kann sich der Steinbrück wieder 20 Milliarden, muss er sich leihen, 20 Milliarden Euro neu leihen, weil niemand weiß, was die Opel-Rettung im Wahljahr vielleicht doch noch kosten wird. Die Opel-Rettung, dann haben wir auch noch die Bankenrettung. Allein für die Bankenrettung muss der deutsche Staat 20 Milliarden Euro den richtig rüberschieben, auf den Tisch legen, den Banken. 20 Milliarden, wenn nicht vielleicht 50 Milliarden. Ist auch der Wahnsinn, wie schnell wir uns an diese unglaublichen Summen gewöhnt haben, oder? 20 Milliarden, 50 Milliarden, 700 Milliarden. Vor ein paar Wochen haben wir uns noch aufgeregt, als diese Flaschen bei der KfW versehentlich 300 Millionen an Lehman überwiesen haben. Ja? 300 Millionen, heute wird man sagen, Glückwunsch, Schnäpple. Ja? Ja. Tja, ich sag Ihnen... Also muss ich der Steinbrück wieder Geld leihen. Und wo leider sich's? Wo hat der Staat eigentlich die Schulden? Ich kann es Ihnen sagen. Bei der Bank. Der Staat macht's wie wir. Er geht zur Bank. 2/3 der Staatsschulden sind bei Kreditinstituten. Also wird der Steinbrück auch jetzt wieder zu den Banken hinrennen. Ist auch komisch, gell? Erst schenkt der Staat den Banken ein Geld, um sich's danach wieder teuer auszuleihen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, aber in meinen Ohren klingt es nach einem möglicherweise ungünstigen Geschäft. Ja. Aber der Staat leiht sich ja das Geld jetzt durchaus nicht nur bei den Banken, sondern auch bei uns, bei seinen Bürgern. Bundesanleihen, kennen Sie das? Bundesanleihen, leiht man dem Staat ein Geld, dann ist der Staat mein Schuldner. Ja, Bundesanleihen sind ja der totale Renner gerade, weil Bundesanleihen so sicher sind. Und warum sind sie so sicher? Weil der Staat ein guter Schuldner ist. Und warum ist er das? Weil der Staat sehr gute Bürger hat. Und wer sind die Bürger? Wir wieder, die Steuerzahler. Ja. Also ist auch wieder komisch, ist auch wegen deppert. Ja, wenn ich mir jetzt Bundesanleihen kaufe, bin ich Gläubiger des Staates und gleichzeitig der Bürger meines Schuldners. Klingt auch wieder wegen nach Hütchenspiel. Ja. Obwohl, ich gebe zu, ich habe mir selber schon überlegt, in diesen unsicheren Zeiten kaufe ich mir jetzt kein neues Auto, sondern Bundesanleihen. Habe ich gedacht, kaufe ich Bundesanleihen, entweder oder. Und jetzt sagen sowohl mein Bankberater als auch mein Opel-Händler, sagen beide Belzig, ja, kauf deine Bundesanleihen und finanziere den Opel über die Bank. Ja, ich bin zwar, aber ich bin ja nicht blöd, ja. Weil das im Grunde heißt es doch, erst schenkt der Staat mein Steuergeld der Bank. Dann leiht er sich zurück, muss an die Bank Zinsen zahlen. Die Zinsen zahlt er wahrscheinlich von meinen Bundesanleihen. Dann nimmt er das geliehene Geld und rettet damit auf Kredit die Firma Opel, wo ich auf Kredit zum zweiten Mal ein Auto bezahlen soll, das dann in den nächsten 5 Jahren der Bank gehört. Ja? Und wenn die Dreckskarre dann nichts mehr wert ist, dann ist sie mein eigenes. Ja? Ja. Also das ist doch deppert. Und
Entschuldigung, aber da ist es doch wirklich verständlich, dass ich ausrasten muss, wenn mir Berlusconi die falsche Pizza bringt, ja? Also bitte, wenn in diesen schwierigen Zeiten Ihr einziges Problem wirklich nur die Pizza ist, dann soll es daran nicht scheitern. Herr Priol, das finde ich aber jetzt wirklich, hier. Aber hören Sie mal, das ist ja schon wieder Fungi. Dafür habe ich andere schon niedergemetzelt. Nein, ja. Das ist keine Fungi, das ist eine Antidepressivi. Essen Sie. Essen Sie, Herr Belzig, essen Sie sie auf. Das ist doch wahr. Alles. Hä? Es ist doch wahr. Man muss doch heute in diesen stürmischen Zeiten gerade ein bisschen das Positive auch sehen. Und da finde ich, ist es nicht schön, dass wir gerade jetzt, dass auf etwas Verlass ist, auf das wie immer nie Verlass ist, die Bahn. Super, oder? Seit dem Achsbruch, wenn du mit denen unterwegs bist, das ist ja Erlebnisurlaub, Abenteuerreisen. Du stehst am Bahnsteig, du wunderst dich nur, was ist jetzt, kommt der Zug? Und wenn er kommt, kommt er in voller Länge? Oder ist es wieder nur ein halber ICE? Das war ja lange das gemeinsame Motto von unserem Verkehrsminister Tiefensee und dem Bahnvorstand. Ne? Züge halbieren, Bezüge verdoppeln. Na, aber gut. Aber gut, mit den Bahn und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, das ist mit, wenn du da Chaos, wo du hinkommst. An der Information, da geht's mittlerweile zu, wie bei Hütchenspielern. So, ja, so, was hatten wir denn heute? Was haben Sie? Ah, Sie hatten einen ICE bestellt. Moment, ich will mal schauen. Ja, oh, ist leider nur eine Regionalbahn, die aber auch nicht kommt. Na, und dann die Sicherheit. Dann die Sicherheit. Heute fragst du, die Leute fragen, manche, den Schaffner gar nicht mehr, hält der Zug am nächsten Bahnhof, sondern nur noch, hält der Zug bis zum nächsten Bahnhof. In manchen Gegenden haben Schaffner Schüler ohne Monatskarte aus Fürsorge schon auf freier Strecke ausgesetzt, weil sie sagen, bevor euch bei uns was passiert, ne, geht wieder. Alles wird, überall wird eingespart und da billig alles wegen diesem blöden Börsengang, ne, der ja auch später, keiner weiß, wann gehen Sie jetzt an die Börse, 2010, 2020, auf alle Fälle verspätet. Aber gut, Verspätung ist ja auch das Kerngeschäft der Bahn. Ich bin ja mal gespannt, ob Sie für Ihre Privatisierung auch noch den staatlichen Rettungsfonds mit ein paar Milliarden anbetteln werden. So wie der Chef von Ratiopharm, der Multimilliardär Merkle, ne, hat sich an der Börse auf fallende VW-Aktien gesetzt, ein bisschen verzockt im dreistelligen Millionenbereich. Am Anfang hat er noch gedacht, oh, gute Preise. Und jetzt hofft er, dass der Staat sagt, gute Besserung. Ne, damit er gleich wieder nicht auf Tour. Nur damit er gleich wieder ins nächste Casino marschieren kann. Schön, dass wir in diesen schwierigen Zeiten unsere alles sedierende Volkskanzlerin haben. Die Gipfelstürmerin. Letzte Woche hat unsere begnadete Podcasterin ja ihrem Lieblingsgipfel beigewohnt, dem der IT-Branche. Und da hat sie uns mal verraten, wie wir aus der Krise rauskommen. Wir müssen gerade jetzt in der wirtschaftlichen Lage oder Stagnation oder teilweise Rezession dafür sorgen, in der IT-Branche eine Zukunftsvision aufzubauen. Deshalb ist es wichtig, dass jeder in Deutschland rasch die Möglichkeit bekommt, einen Breitband-Internet-Anschluss zu bekommen. Habe ich gesagt, bitte? Und wozu? Damit ich dann online noch schneller verfolgen kann, wie mein Account bei der Bank weggeschmolzen ist. Du kommst doch heute sowieso nicht mit. Die Weltwirtschaftskrise mit einem beschleunigten Breitbandanschluss bekämpfen. Auf sowas kann auch nur unser Trulla aus Templin kommen. Na, Da waren sogar die fünf Wirtschaftsweisen ratlos für einen Moment, als sie ihr Herbstgutachten vorgelegt hatten. Wenn ja millionenschwer von uns bezahlt, haben uns dann im November verkündet, was sie im Oktober noch vehement dementiert hatten. Unser Land rauscht mit Volldampf in die Rezession. Ich meine, vielleicht sollten sich die fünf Weisen mal zusammentun mit den heiligen drei Königen.
oder den 7 Zwergen, um uns mit dem Stern den Weg zu leuchten, an dessen Ende der vergiftete Apfel lauert. Ja! Ha. Herr Rürup! Herr Rürup, Sie kommen ja wie gerufen. Wenn einer unseren Insassen die Finanzkrise erklären kann, dann Sie. Bitte schön, dass Sie bei uns sind. Der Herr Pirol. Der verwechselt, das hört nie auf. Also ich meine, guten Abend. Mein Name ist Hermann Hesse. Übrigens, ich will noch rückwirkend zur Bundesbahn, wollte ich sagen, man muss doch mal was tun. Rufen Sie doch mal morgen früh da an und sagen, Sie kämen viel Stündchen später. So. Also, zur Weltwirtschaftskrise. Ich möchte es mal von einer, der französische bekannte Philosoph Johannes B. Sartre hat in seiner Existenzialismus-Definition einen Begriff, ja, er hat von der Freiheit des Menschen, sich selbst zu entwerfen, gesprochen. Das muss man jetzt komplettieren. Die Freiheit des Geldes, sich selbst zu entwerten. Und von sich selbst ist ja auch nicht die Rede. Ich habe ja in den Medien, da hörte man ja nur, also niemand hat mit keinem Geld dieses Nichts hervorgebracht. Aber überwiegend, ich habe nichts gegen Stimmung, aber wenn Sie es bitte vorher anmelden würden. Ich habe, und das überwiegend durch Immobilien. Ich meine, darauf doch ein dreifaches Annette von Droste-Hülst. Sowas habe ich in Anbetracht der Sparkasse. Muss doch die Frage da erlaubt sein, wenn jemand nicht existent ist, muss der auch noch wohnen? Meine Damen und Herren, aber ich habe ja in meinem Brevier betreutes Denken. Wir wollen nicht zu sehr ins Dekolleté des Seins hinabtauchen, nachher kriegen Sie den Kopf gar nicht mehr. Also, und diese ganze Unbill, das ist ja, mit der wir jetzt, der Alltag geht ja weiter. Nicht der sagt ja nicht, der macht ja nicht, lass die mal erst. Nein, da geht ja laufend nicht. Das, und da gibt es nur wenige Mittel, zum Beispiel der Humor. Ich habe heute meinen Zitatetag. Karl-Heinz Stierle hat ja beispielsweise gesagt, dass das Komische nicht, das ist gleichsam die letzte Sicherung gegen den Schrecken. Nicht, wenn der Schrecken nicht mehr komisch enthebbar. Ach, wissen Sie was? Ich mach das mal. Man muss auf jeden Fall in diesen Zeiten Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Und ich mach das so, ich lenke mich einfach ab. Zum Beispiel gehe ich wöchentlich einmal in ein Kaufhaus, in die Damenunterwäscheabteilung. Und dann sehe ich da, wie wunderbar die Körbchen. Hunderte von Körbchen, unschuldig im Winde flattern. Nicht, wenn die wüssten, was da jeden Moment auf sie zukommen könnte. Oder, Beispiel, bitte. Und das ist ja das, das Leben fragt ja nicht nach Niveau. Das macht dann, hier zum Beispiel an jeder Kreuzung heutzutage, meine Damen und Herren, wo da was frei wird. Was kommt da hin? Hier vorne, richtig. Matratzengeschäft. Matratzengeschäfte, an denen scheint die Wirtschaftskrise das vollkommen. Matratzengeschäfte, ich frage mich, wer schläft denn derartig lange? Nicht, das ist ja vollkommen sowas. Ich bin an einem, das heißt alles heute, Waterbed-Discount. Ich denke, Wasserbetten, man will ja nicht völlig aus der Mode sein, ich war, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, so als Kapitän nachts. Ich wollte da hineingehen, um mich einfach mal zu informieren. Nicht, da lenkt man sich auch ab und ich kam gar nicht rein. Es war vollkommen überfüllt, alles Polizisten. Was war da passiert? Da war der Verkäufer ertrunken. Und ich habe... Herr Rürup, das ist sehr schön. Ich habe noch nicht vor, das nur zu sagen. Es ist ganz schön. Ja, Herr Rürup, schön, dass ihr das... wir Sie noch an den Finanzdienstleister ABD vermitteln wollen. Wir stellen Sie jetzt
da hinten noch ein bisschen richtig ja. ein, dann werden wir mit Ihnen viel Spaß haben. Ja, nur dass ich da... da Herr Doktor. Oh, die SPD ist ja noch wach. Und, wie läuft's? Ja, sehen Sie, das treppelt so vor sich hin. Und? Clementinchen vielleicht? Ach, jetzt hören Sie auf mich noch auf der Amtsnahme mit dem Blödkopf da. Na, ich wollte fragen, ob ich mein SPD-Spendeschiffchen haben kann. Warum? Gibt es irgendeinen Grund momentan, da was neu zu tun? Irgendeine Idee von euch, die 2 Euro wert gewesen wäre? Na, eben nicht, deswegen will ich sie wieder haben. Das, was drin ist, gebe ich im Tierheim für streunende Hunde, da ist besser aufgehoben. Oh Gott, jetzt sehen Sie doch nicht gar so schwarz. Guck mal, ist euer Personalkarussell brummt. Ein Superwahljahr steht vor der Tür. In Hessen geht's doch schon los. Jetzt geht's los. Ja, nach hinten geht's los. Und so geht's dann weiter. Sie, ich hab im ich will das nicht mehr hören. Ich kann's. Das, guck, im Apothekeplättchen hat was gestanden über künstliches Koma und Heilschlaf. Machen Sie, ich krieg gar nichts mehr mit, wenn ich das machen lasse. Ja, also bei Michel Kloos war man kurzfristig mal recht erfolgreich. Ja. Das ist das Schöne an Ihnen, Herr Priol, dass Sie immer noch so einen Sinn für Humor haben. Ja, Humor ist die beste Medizin. Ja, und die SPD ist der Arzt am Krankenbett des Kapitalismus. Hey, was für ein Spruch. Ja. Ist mir glatt 2 Euro fürs Schiff schon wert. Sag mal, das haben Sie aber nicht aus dem Apothekerplätschen. Na, das war aus der Rundschau, habe ich das. Das hat ein SPD-Abgeordneter gesagt, 1931, kurz bevor er vom Adolf geholt worden ist. Ja, na, bitte. Na, das ist Geschichte, das überlassen wir dem Feld von Guido Knopp. Das wird was geben. Und außerdem die SPD als Arzt am Kampf. Ihr dürft momentan vielleicht noch als Leihschwester die Station feucht durchwischen oder die Bettpfanne naustragen. Visite macht Frau Doktor persönlich. Ja, und was möchte sie, die Merkel? Ich kann Sie Ihnen sagen, das, was wir immer machen wollten und nicht durfte, das möchte ich. Wir haben dafür den Kittel vollgerät und sie lässt sich feiern. So läuft's doch. Dabei wäre die ohne uns wäre die gar nichts. Versteht? Scheißding. Ohne uns wäre die doch gar nicht da. Ja. Wir haben doch das Frauenwahlrecht erst erfunden. Ohne uns darf die Arschl noch nicht einmal wählen gehen. Und dann stellt sie sich hin und sagt, ihren Wunschpartner langsam, ist die FDP. Langsam, Alter, kriegst du doch die Kretschmann und sowas. Ich muss der Hahn ein bisschen zudrehen bei Ihnen. Hahn zu? Ja, doch. Zu Hahn zu drehen. Und was anderes wird Ihnen auch nicht an. Das ist Ihnen ähnlich. Der Hahn zu drehen. Jetzt sage ich Ihnen mal was. Das ist jetzt fangen Sie auch an mit Hahn zu drehen. Das kenne ich schon. Die kleinen Leute, die kriegen immer den Hahn zugedreht. Und die Banken und die Autogangster, die kriegen es mit der Pipeline hin und her gepumpt. So läuft's. Gerade in einer Krise wie jetzt hat jeder die Chance, ein kleines Vermögen zu machen. So? Wie dann? Ja, wenn er vorher ein großes Vermögen seinem Anlageberater hat. Ja, das hab ich jetzt, auf Ihr Witz hier habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ich will mich jetzt aufregen. Nein, das wollen Sie nicht. Wir machen jetzt das Mist, das Mädchen. Nein, das jetzt hören Sie doch einmal auf mit dem. Jetzt schreit. Der Opel, bei dem war es doch genauso. Der Opel ist doch schon lang krank. Und da wird es genauso laufen. Die kriegst du auch wieder hin und her geschoben. Früher, da konntest du beim Opel noch was werden. Vom Rekord über vom kleinen Kadett über den Rekord bis zum Kapitän. Und was kam danach? Nichts mehr. Doch, ne? Doch, Astra. Was ist das? Astra und Corsa? Vectra, du weißt doch gar nicht, was sein soll. Und jetzt kommt der Insignia. Insignia, also brauchst du ja schon für den Namen Abitur. Bitte, aber Blödsinn immerhin da. Das Auto des Jahres. Und, aha, so, und fährt der Koch an. Fährt der Koch an Insignia. Und die anderen Ministerpräsidenten, die das Maul aufreißen und lamentieren. Der Arbeiterführer Rüttgers und die all die Sorge, Opel muss gerettet werden. Fahren die Ministerpräsidenten, fahren die Opel? Ja, fast. Fast. Audi A8 oder 7er BMW. Na, da haben wir es doch. Verstehst du? Wasser predigt und Wein saufen. Und der Koch, was fährt der? Volkswagen. Na, ernsthaft. Der Koch fährt ein VW? Ja, den Phaeton. Wahrscheinlich den kleinen 12-Zylinder. Die Heiderschüssel. Ah, oh, da wäre ja noch Hoffnung. Ne? Das ist ja viel in der Welt jetzt. Die Lösung reicht nicht. Jetzt muss ich mit der Spritze ran. Bleiben Sie bitte ruhig, ich bin gleich wieder da. Na, lass sich nur Zeit. Ne? Da kann man noch ein bisschen sagen, wie es wirklich ist.
Es wird nämlich über Zeit, dass es die Leute gesagt kriegen. Das kann ich euch sagen, wie es kommt. Da werden sich jetzt alle wieder, alle Männer, ne, der Koch und die anderen werden bis zu der Wahl, werden sie die Spendierhose anziehen und wir müssen es hinterher bezahlen. So läuft's doch. Das haben wir doch alles schon gehabt. Ich weiß noch genau wie damals beim Holzmann, wie unseren Schröder, wie er da aufgedreht ist. Ne? Da haben sie in der Zeitung gestanden, Schröder rettet tausende Arbeiter. Das weiß ich noch, da waren wir noch alle stolz zu haben auf so einen Sozialdemokrat, dass mir so einen haben, der die Ärmel aufkrempelt und zeigt, wie es geht. Zwei Jahre später wurde Kredit fort und die Arbeitsplätze. Und dann jetzt das ganze Bubble, was jetzt auf einmal losgeht, das blöde Geschwätz mit Steuersenkungen. Aber wenn ich die Sprich schon höre, die Leistungsträger, die morgens wirklich früh aufstehen müssen, verdienen eine steuerliche Entlastung. Da reicht mir gerade. Verstehst du, bei uns in der Straße, da wohnen Leute, die stehen morgens nicht früh auf, die schaffen nachts und verdienen zu wenig, um überhaupt Steuern zu bezahlen. Sollen sie das Geld lieber in die Schule stecken und den Kindergarten umsonst? Da haben die kleinen Leute mehr davon. Soll ich euch mal was sagen, was meine Meinung ist? Der Kapitalist ist ein Krüppel. Wenn als Patient will der doch nur Geld spritzen und dann soll's weitergehen wie vorher. So läuft's doch. Wenn der gesund ist, da guckt er dich doch mit dem Arsch nicht mehr an. Da kennt er dich gar nicht mehr. Der Kapitalist, so ist es doch. Verstehst du? Das Dankbarkeit, das ist doch ein Wort. Das Wort Dankbarkeit, das kennt er gar nicht. Dankbarkeit, nie gehört, verstehst du? Das, wenn ich der Arzt wäre, am Krankenbett vom Kapitalismus, weißt du, was ich dem sagen würde? Ich sage, pass auf, wenn du keine Dankbarkeit kennst, dann bin ich auch kein Samariter. Kostenübernahme nur bei Barzahlung, verstehst du? Hier unterschreibt die Rechnung, sonst kriegst du keinen Spritz, der ich ihm sage, so mit Slaven. Umsonst gibt's bei mir nur ein hin und neu gestoppt, kriegst du bei mir nur einen Einlauf mit Dammausfluss, damit der Dreck mal rauskommt. Das kostet auch nicht viel, verstehst du? Gratis gäbe es bei mir nur Heilfasten, Wasser und Bewegung. Bei den Inder, da gibt es einen Kräutertee. Da soll aus allen Löchern gleichzeitig der Dreck rauskommen. Das soll auch gut für den Charakter sein. So müssen wir es machen. Das ist gut. Ist ja gleich gut. So, wir haben es gleich. Das ist ja. So, Ruhe jetzt. Jetzt ist Feierabend. Ist auch Zeit. Das war. Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren, heute mit unseren Spritzenkräften Michael Mittermeier, Frank Markus Barwasser und die Glocke. Die Anstalt hat für Sie wieder eröffnet am 16. Dezember, kurz vor Weihnachten, wie immer um 22.15 Uhr, live direkt nach dem Heute-Journal.